Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ernst K-Phase, Wochenreflexion vom 7.11. mein Geburtstag bis 13.11.94. Am Mittwoch habe ich nach langer Suche endlich eine Praktikumsstelle gefunden. Jetzt bin ich natürlich neugierig, was diese Zeit bringt. Donnerstag war mein Hang zum düsteren Thema. Und ich habe zum ersten Mal in meiner Therapiezeit zugegeben, dass ich traurig bin, dass ich nie mehr kiffen kann. Spoiler Alarm! Ich kann doch wieder. So, weil das meinen Rückfall bringen würde. Nochmal Spoiler Alarm! Nein, tut's nicht. Aber mit dieser Traurigkeit, die ja nicht allgegenwärtig ist, kann ich leben. Trotzdem muss ich mir im Klaren sein, dass ich ab und an entscheiden muss, ob ich dem Kiffer in mir nachgebe oder nicht. Wie es ist, war meine cleane Seite stärker und ich empfinde es so, als würde sie immer stärker. Am schlimmsten ist es, wenn ich mir meine Mühe vor die Zukunft betrachte. Arbeiten, Schulden abbezahlen und so weiter und so fort. So. Also das medizinische Cannabis zum Beispiel hat mich jetzt schon mal nicht zum Rückfall gebracht und es liegt nicht daran, dass es medizinisches Cannabis ist. Es liegt einfach daran, dass ich anscheinend mit meinem Endocannabinoid-System ein Problem habe und durch das Konsumieren mit Cannabis das wieder ausgleichen kann. Tja, das ist alles. Nur haben halt die Herren Therapeuten, Damentherapeuten, damals inklusive der Ex-User, wegen der schönen bayerischen Statistik unbedingt auf Biegen und Brechen Cannabis als Einstiegsdroge darstellen wollen. Das ist keine Einstiegsdroge und Punkt aus. Wenn, dann ist Nikotin eine Einstiegsdroge. Jeder Junkie hat geraucht vorher. Die meisten fangen sogar mit einem Blechrauchen an und da braucht man auch gerne eine Zigarette dazu. Alter Verwalter, ich kenne keinen einzigen Junkie, der nicht vorher Zigaretten geraucht hat, obwohl doch einen. Rest in Peace, Kasi. Der war der Einzige. Der hat nichts anderes vorher wollen, der hat es probiert, hat ihm nicht gefallen. Heroin hat er einmal ausprobiert, zack, war er drauf. Und nach eineinhalb oder ja, knapp zwei Jahren später war er dann auch schon tot. Überdosis. Ja, meine Schulden habe ich natürlich alle abbezahlt. Es ging schneller, als ich gedacht habe, weil viele ehemalige Gläubiger von mir gedacht haben, sie sehen mich nie wieder, sie hören nie wieder was zu mir und dann komme ich plötzlich an, hier bin ich. Ich war, sorry, ich war drauf und ich möchte gerne aber jetzt meine Schulden abbezahlen, dass ich mir ganz vieles erlassen worden ist und ich nur einen Teil habe zahlen müssen. Das war schon echt nicht schlecht. Und die waren nach zwei Jahren abbezahlt, obwohl ich gedacht habe, das sind mindestens 30 Jahre. Weiß ich nicht, das waren echt viele, das war richtig viel Geld. Und zu der Zeit konnte man auch kein Privatinsolvenz, gab es da noch nicht. Ja, so eine Sachen Internet auch, du kannst gar nicht recherchieren. Also es war schon andere Zeit damals. Jo, wenn es euch jetzt gefällt, was ich erzähle, Daumen rauf, wenn nicht Daumen runter, dann aber in die Kommentare nichts reinschreiben, auf gar keinen Fall, weil das ist ja schön geil, wenn das so ein Leer ist. Peace out.